Was ist ein Kommissionslager? Was ist ein Kommissionslager? Nun, die Antwort ist im Grunde sehr einfach und kurz. Deswegen nutzen wir diese Frage, nutzen wir die Gelegenheit, noch einmal die Parteien aufzuzeigen beim Kommissionsgeschäft. Denn darum geht es. Kommissionslager hat mit dem Kommissionsgeschäft zu tun. Da gibt es den Kommittenten. Einmal der Kommittent und dann ist da der Kommissionär. Der Kommittent ist der Auftraggeber des Kommissionsgeschäfts und der Kommissionär ist der, der es macht. In eigenem Namen, aber für die fremde Rechnung, für die Rechnung des Kommittenten. So, das ist aber nicht gefragt, sondern gefragt ist, was ist das Kommissionslager? Zunächst mal, wo ist das Kommissionslager? Das Kommissionslager ist hier. Das Kommissionslager ist beim Kommissionär. Ja, das sei das Lager. Und die Ware, die in diesem Kommissionslager ist, das ist die Ware des Kommittenten. Ja, das ist also das Kommissionslager. Wenn wir den Begriff hier aufgreifen, dann können wir sagen, ist ein Lager, Komma, in dem die Ware des Kommittenten, des Auftraggebers, die Ware des Kommittenten, ja, hier, die Ware des Kommittenten beim Kommissionär, beim Auftragnehmer, beim ausführenden Kommissionär gelagert wird. Ja, das ist das Kommissionslager. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.